Fukushima hat auch in Deutschland Geschichte geschrieben und das Ende der Kernenergie eingeläutet, das dann in kürzester Zeit besiegelt war. Am Tag nach dem Unglück bilden 60.000 Frauen, Männer und Kinder in Baden-Württemberg eine Menschenkette, um gegen Atomkraft zu demonstrieren. Der Protest war schon länger geplant, hatte doch der Bundestag, Ironie der Geschichte, gerade ein paar Monate zuvor noch die Verlängerung der Laufzeiten deutscher Atomkraftwerke beschlossen. Doch nun war über Nacht alles anders. Die Bundeskanzlerin mahnt zusammen mit Koalitionspartner Guido Westerwelle, wir können nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Und drei Tage später dann die Ankündigung, die 7 ältesten Kraftwerke und das wegen diverser Pannen ohnehin schon heruntergefahrene AKW Krümmel werden vorübergehend abgeschaltet. Er hat profitiert. Nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg am 27. März stellen erstmals die Grünen einen Ministerpräsidenten, Winfried Kretschmann. Und gerade mal 3 Monate später geschieht es dann. Der Bundestag beschließt das Atomausstiegsgesetz. Von den 17 deutschen Atomanlagen sind derzeit nur noch 6 in Betrieb, allerdings nur noch bis Ende 2022. Das bislang letzte AKW, das vom Netz ging, war das in Philippsburg in Baden-Württemberg. Und wie das diesen Ort verändert hat, das hat Stefan Meyer für uns herausgefunden. 11. März 2011. Das Sendai-Beben erschüttert Nord-Honshu. Der Tsunami zerstört die östliche Küstenregion. Auch das Kernkraftwerk Fukushima wird voll getroffen. Das politische Beben, das Fukushima auslöste, erreichte schnell Deutschland und traf auch das Kernkraftwerk Philippsburg hier hinter mir. Statt Laufzeitverlängerung hieß es auf einmal abschalten. Vor gut einem Jahr war Schluss in Philippsburg. Mit den Kernkraftgegnern von damals blicke ich zurück, treffe mich mit 3 Vertretern der Bürgerinitiative Philippsburg. Herr Petermann, wie sind Sie dazu gekommen? Warum haben Sie sich engagiert und engagieren sich noch? Es kann so nicht sein, dass man auf so eine Technik setzt, die über Jahrtausende hinweg unsere Nachkommen in die Verantwortung nimmt und gefährlich bleibt. Die 3 wollten den Protest in die Mitte der Bevölkerung tragen. Mit Argumenten, ohne Ideologie. Trotzdem wurden sie angefeindet. Ich habe es erleben dürfen. Ich war einer der Ersten, der eine Solaranlage auf dem Dach hatte. Ich wurde beschimpft. Meine Kinder wurden im Kindergarten, in der Schule beschimpft. Und ich habe auch in der Nachbarschaft Ressentiments verspürt. In der Atomgemeinde galt eine Solaranlage als Provokation. Als sich aber um die Jahrtausendwende die meldepflichtigen Störfälle im KKW häuften, wuchsen die Zweifel an der Kernkraft auch in Philippsburg. Mit den weiteren Störfällen wurde aus unserer Sicht deutlich, dass sich der Betreiber im Prinzip von den gesetzlichen Vorgaben entrückt hat, weil es hier teilweise Absprachen gab, die eine Sonderrolle der Atomkraftindustrie deutlich gemacht haben. Aber vor 10 Jahren war es vorbei mit der Sonderrolle. Mit Fukushima war einfach klar, das Thema Kernenergie hat sich in Deutschland erledigt. Wo geht die Reise hin? Jetzt für die NBW. Ja, das ist ganz klar. Die Energiewende ist real, schon seit vielen, vielen Jahren. Und für die NBW geht die Reise ganz klar in Richtung Erneuerbare. Sagt der Mann, der beim Energieriesen NBW für den Rückbau aller Kernkraftwerke zuständig ist. Und der, weil wir Corona-bedingt nicht rein dürfen, rauskommt vor den Werkszaun. Begleitet von der Ingenieurin, die uns zeigt, wie es innen aussieht. Wir haben jetzt hier einen Blick in Sicherheitsbehälter. Alles, was im Betrieb war, was aufgebaut wurde, wird nach und nach zerlegt. Großkomponenten werden rausgenommen, am Stück dann separat zerlegt, verpackt in Behälter und einer geordneten Entsorgung zugeführt. Für viele Philippsburger ist das Atomaus noch immer schwer zu verkraften. Jürgen Schmidt, der Altbürgermeister, und Albert Reichenegger, der Hunderttausende von Besuchern durchs Kernkraftwerk geführt hat, zeigen mir ein Städtchen, das von und mit der Kernenergie gut gelebt hat. Allein schon durch die alljährlichen Gewerbesteuereinnahmen und die Einkommensteueranteile der dort Beschäftigten hat Philippsburg und weit darüber hinaus viele andere Nachbargemeinden auch immer profitiert. Ein neues Rathaus gebaut, 2 Schwimmbäder, die Jugendstilfesthalle renoviert. Kein Wunder, dass man zur Atomkraft stand. Bis zum bitteren Ende, der Sprengung der Kühltürme im vergangenen Jahr. Noch gar nicht lang her. Es war morgens um 6
Und da habe ich dann den Rums gehört und dann auch das Zusammensacken der Türme. Das sieht man. Von der fachlichen Seite her war es eine Glanzleistung, das Sprengen, muss man sagen. Aber emotional hat es schon geschmerzt. Die Atomkraftgegner hat es erleichtert. Aber für beide Seiten ist die Kernenergie noch lange nicht erledigt. Denn auf der Anlage steht ein Zwischenlager für 150 Kastoren mit radioaktivem Müll. Für sie wird frühestens 2050 ein Endlager bereitstehen. Fast 40 Jahre nach Fukushima.